Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So Leute, ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht. Wir labern wie üblich gar nicht lang rum, denn ich stelle euch einfach die Sachen vor. Los geht's mit Piece Nummer 1. So Freunde, Piece Nummer 1 ist ein Anzug. Und zwar finde ich diesen hellgrauen Anzug, wie ihr im Hintergrund gerade seht, habe ich auch meinen hellgrauen Anzug zufälligerweise da hängen. Aber ich habe auch einen online gefunden. Sehr, sehr nice. Und den gibt es aktuell bei Selected Ohm. Kostet zusammen, also jetzt nicht das komplette Outfit, sondern der Anzug. Jeder Blazer kostet 100 Euro und die Hose kostet 60 Euro. 160 Euro für so einen Anzug finde ich ein sehr fairer Preis. Größentechnisch ist alles Mögliche vorhanden und ihr habt die Möglichkeit, ich sag mal, das einfach anzuprobieren und ohne Probleme zurückzuschicken, wenn ihr online bestellt. Finde ich immer sehr, sehr cool. Kostenlose Lieferung ab 50 Euro, also das heißt kostenloser Hin- und Rückversand. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte und dementsprechend finde ich das als Piece Nummer 1 sehr gelungen. Checkt den Anzug auf jeden Fall ab. Machen wir weiter mit Piece Nummer 2 und als Piece Nummer 2 habe ich gefunden und zwar ein T-Shirt. Ups. Und zwar bei Kali Roots. Kali Roots ist ein riesiger Online-Store, die haben alles mögliche auch am Start und da habe ich dieses coole T-Shirt hier gefunden, finde ich sehr, sehr nice mit dem Peace-Zeichen da drauf. Und das ist eine Kollabo APC mit RTH, ich weiß jetzt nicht genau, was RTH ist, aber auf jeden Fall sieht das sehr, sehr nice aus und mir hat es ganz gut gefallen und von der Passform her würde ich Richtung M oder L tendieren, ich denke Richtung L. Und weil ich glaube, ein bisschen lockerer haben wollen würde jetzt für den Sommer, nicht ganz so eng. Natürlich, der Preis ist eine Sache für sich, fast 95 Euro, ist nicht ganz so günstig und darauf gibt es leider auch aktuell keinen Rabatt, weil hier steht zum Beispiel, dass diese Premium-Produkte bei diesen Reduktionen mit ausgeschlossen sind, aber trotzdem finde ich es ein sehr, sehr cooles Piece mit dem Peace-Zeichen, Piece mit Peace-Zeichen, Piece und dementsprechend finde ich es als Piece Nummer 2 auf jeden Fall gelungen, checkt auch das gerne ab, alle Links findet ihr unten in der Infobox und viel Spaß damit. So Leute, machen wir weiter mit dem Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 ist sowas, was ich auch anhabe und zwar ein Light Gray, also ein hellgrauer Kapuzenpullover. Meiner ist jetzt hier von Fear of God Essentials, aber ich fand den sehr nice und den kommt meinem sehr nah, dementsprechend habe ich den einfach mit reingepackt, weil ich immer wieder gefragt werde, von wo ich den Hoodie habe. Ich kann euch dazu keinen Link schicken, dementsprechend habe ich einfach meine Alternative rausgesucht und für 35 Euro ist das ein sehr, sehr guter Preis. Da würde ich auch wieder Richtung eine Nummer größer, als ihr normalerweise tragt, wenn ihr das ein bisschen loose fit tragen wollt. Wenn ihr das regular fit haben wollt, also normal, dann natürlich eure normale Größe. Aber ich würde zum Beispiel für mich jetzt hier eine L bestellen, wenn ich mir den Hoodie bestellen würde. Ich brauche es natürlich nicht, weil ich einen habe. Aber generell würde ich dann, wenn es ein bisschen mehr loose fit ist, einfach eine Nummer raufgehen. Preistechnisch, wie gesagt, 35 Euro finde ich ganz cool. Ab 50 Euro gibt es bei Weekday einen kostenlosen Versand, aber vielleicht findet ihr irgend noch eine Kleinigkeit oder wenn ihr nicht 50 Euro ausgeben wollt, dann könnt ihr natürlich auch schauen, dass ihr das so bestellt. Kostet Standard Shipping 3 Euro. Dementsprechend für mich ein sehr, sehr gelungenes Piece Nummer 3. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 4. So, und Piece Nummer 4 sind die sogenannten Übergangsjacken. Habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht und ich habe da jetzt zwei Varianten rausgesucht. Und die habe ich gefunden bei Selected Ohm. Für 70 Euro ist nicht ganz so günstig, ist aber auch nicht ganz so teuer. Dementsprechend finde ich es auf jeden Fall fair. So eine cremefarbene, weiße Übergangsjacke, die aber schon von der Passform her so Richtung Hemd tendiert, finde ich sehr cool. Ich habe die Jacke auch nochmal in einer anderen Farbe mit in meinen Favorite Pieces der Woche mit reingepackt. Und zwar in Schwarz. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Beide kosten 70 Euro. Finde ich sehr cool. Größentechnisch ist auch noch fast alles da. Klar, Doppel XL nicht mehr, aber gut. Tragen sowieso nicht so viele. Und ich finde es einfach eine sehr coole Farbe. Zum Beispiel dieses Creme-Weiß, weil das kann man sehr gut zu Beige-Farben, Brauntönen, natürlich auch zu Blautönen kombinieren. Also kann man diverse Style-Varianten darauf aufbauen. Und dementsprechend hat das mir sehr, sehr gut gefallen. Für 70 Euro ist für eine Übergangsjacke auf jeden Fall vertretbar. Ist jetzt keine 300-400 Euro Geschichte, sondern ist es noch vertretbar und man hat eine gewisse Nachhaltigkeit drin. Das heißt, das kann man einfach länger ein bisschen tragen, auch nächstes Jahr noch mal tragen. Und normalerweise sind ja diese Denim-Jeansjacken, wie ihr hier seht, oder Baumwolljacken
immer ein bisschen kürzer geschnitten, weil die halt diesen Trucker, diesen Levi's Fit haben, von diesen Levi's Denim Jackets. Aber wie gesagt, das sieht so eher Richtung Hemdpassform aus. Finde ich sehr, sehr cool und dementsprechend habe ich das mit reingepackt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece muss ich die Credits auf jeden Fall dem Costa geben. Und zwar habe ich das in seiner Instagram-Story gesehen, auch im Office hat er diese Nike Air Force One an, die hier zu sehen sind. Finde ich sehr, sehr cool vom Colorway. So ein Weiß gemixt mit so Cremeweiß und dazu noch so leicht grau. Finde ich ein sehr cooler Colorway und die gibt es aktuell, da habe ich zwei Stores rausgefunden, für 110 Euro. Einmal hier bei Snipes natürlich, gibt es ein paar Größen noch und dann findet ihr zum Beispiel hier im Beastin Store auch die Schuhe, die gleichen Schuhe und da gibt es nochmal andere Größen. Also wenn ihr eure Größe vielleicht in dem einen Store findet, vielleicht findet ihr in dem anderen Store. Dementsprechend habe ich einfach mal zwei Stores rausgesucht. Wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr coole, gelungene Farbe und Credits gehen da an den Costa. Weil er das gesehen hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat, gebe ich die Credits gerne weiter. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr nice. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Für 110 Euro ist das schon ein sehr cooler Colorway für einen Air Force One. Ich nehme schon mal vorweg, ich habe noch eine andere Air Force Variante und da kommen wir schon zum nächsten Piece. Und zwar, die gibt es auch im Beastin Store, die habe ich jetzt auch mal reingepackt. Finde ich sehr cool, sind sehr clean und dann hat man halt diesen beigen Swoosh. Fand ich sehr nice und das sieht so für mich so aus wie, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass es auch Leder ist. Ich bin mir nicht ganz sicher oder so Fell. Auf jeden Fall sieht es cool aus von der Farbkombo. Könnte sogar teilweise Richtung Gold tendieren, hinten drauf zum Beispiel. Aber der Swoosh sieht auf jeden Fall beige aus. Dementsprechend, der kostet auch 10 Euro mehr als die andere Variante. Aber ich finde es auch eine sehr coole Variante und deswegen habe ich den auch nochmal reingepackt. Wie gesagt, alle Links unten in der Infobox. So, kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema und da ist zum Beispiel, habe ich auch das Problem, und zwar Thema Stoffmasken, Gesichtsmasken. So, ich habe zum Beispiel, ich glaube, eine ganz simple blaufarbende, die aber nicht immer passt und ich finde es ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie ein cooles Outfit anhat, man muss diese Stoffmasken tragen und die passen irgendwie gar nicht zum Outfit. Da gibt es jetzt eine coole Möglichkeit, das einfach mal bei Zalando abzuchecken, denn die haben diverse Varianten, diverse Farben etc. alles in ihrem Online-Store auf eine Seite zusammengepackt. Finde ich sehr, sehr nice und auch coole Farbkombos etc. und von den Passformen her auch sehr nice. Muss nicht immer diese Standard-Stoffmaske sein, sondern kann auch einfach ein bisschen hochwertiger aussehen. Vielleicht auch mit Muster, wenn man ein Muster tragen möchte. Aber wie gesagt, da hat man die Qual der Wahl und diese Seite fand ich sehr nice. Deswegen habe ich die einfach reingenommen, weil es ein aktuelles Thema ist, weil es jeden betrifft und dementsprechend auch cool ist einfach, finde ich persönlich. Und auch ich werde mir vielleicht noch ein, zwei Masken da gönnen, die ein bisschen neutraler sind. Vielleicht mal noch so eine schwarze oder so eine graue Maske. Eine weiße würde ich jetzt nicht tendieren. Die sind immer relativ schnell dreckig, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie was Graues oder was Schwarzes. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Und da muss man mal schauen, was ich hier finde. Aber hier hat man die Qual der Wahl und dementsprechend wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt. Und bei Zalando seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben. So, kommen wir zum vorletzten Piece. Mein vorletzten Piece habe ich noch mein Thema Hoodie mit reingenommen. Hoodie finde ich ist persönlich eins meiner überhaupt Kleidungsstücke, was ich am liebsten trage, weil es so ein bisschen lockerer ist. Ich sehe mich im Moment irgendwie in diesem ganzen Corona, Quarantäne, kaum was machen, vielleicht einkaufen oder gerade mal ins Office fahren, Zeit nicht so sehr mit diesen ganzen schicken Sachen rumlaufen, nicht so sehr zumindest. Und dementsprechend habe ich einen Hoodie gefunden. Den gibt es bei Endclosing, aber ich werde nochmal einen zweiten Link mit reinpacken, weil es hier nur noch eine Größe gibt. Ich fand den Hoodie aber sehr nice von der Colorway und dann hat man nochmal diese Bändel mit diesem, ich sag mal, Zug in der Mitte, wo man das Ganze nochmal so enger machen kann. Finde ich sehr cool, wenn man das so tragen möchte. Ich mach zum Beispiel bei mir immer aktuell jetzt die Bändel mal raus. Ich bin da nicht so der Fan von, aber in dem Fall fand ich das sehr, sehr nice und der sieht auch von der Passform sehr cool aus. Hier zum Beispiel ein Model trägt Größe M und der wirkt schon oversized, dementsprechend Farbe etc. fand ich sehr nice. Wir hatten sowas ähnlich mal bei Forage mit drin und dementsprechend finde ich die Farbe echt gut. Ja, und ich habe es mit reingepackt. Deswegen könnt ihr das gerne, wenn ihr möchtet, auch abchecken und ja, finde ich sehr cool. So, und kommen wir schon zum letzten Piece. Und beim letzten Piece habe ich nochmal das Thema Hosen aufgegriffen. Und jetzt geht es ja alles so Richtung mehr Leinenhosen in den Sommer etc. Und ich fand diese Hose von der Passform her und von, ja, wie sie fittet auf dem Bild auf jeden Fall sehr cool. Für 50 Euro auch voll vertreten, ist von Mango Man. Und ja,
bin ja ein riesen Fan von Mango Man, muss ich sagen, weil die wirklich gute Casual-Sachen für einen bezahlbaren Preis machen. Ich finde es persönlich eine sehr gute Alternative zu Zara und ja, die gibt es in verschiedenen Farben, ob es jetzt in Marineblau, Braun, Grün oder Schwarz ist oder halt eben diesem Creme-Weiß, finde ich sehr cool. Deswegen 55 Euro könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken und das war mein letztes Piece. So Freunde, und das waren wieder meine 10 Favorite Pieces der Woche. Wie gesagt, das wurde gewünscht. In meinem Livestream hat man mir geschrieben, dass derjenige sich darauf gefreut hat und dementsprechend fand ich das eigentlich ganz gut. Ich hatte noch so ein anderes Video in der Mache, quasi so ein Outfit-Video, aber da war ich selber nicht so ganz von überzeugt und dementsprechend habe ich nochmal meine 10 Favorite Pieces der Woche aufgenommen und rausgesucht. Und dementsprechend werde ich auch nochmal eins von den Pieces an euch verlosen. Kommentiert unten unter dem Video einfach das, was euch gefällt mit eurer Größe. Und dann verschenke ich eins davon. Ich gucke mal, was ich davon finde. Und teilweise wird das vielleicht auch nicht ganz so billig. Aber ich möchte meiner Community auf jeden Fall Sachen zurückgeben. Und ich habe da nichts von, weder gesponsert noch etc. Aber ich finde es cool, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich kriege ein bisschen Feedback, ein bisschen mehr Reichweite auf dem Kanal. Und ich kann eine Kleinigkeit zurückgeben. Mehr habe ich davon eigentlich nicht. Und dementsprechend, das war's. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.